So, dann nehme ich einfach mal so weiter normal auf. Willkommen in Final Fantasy VII, den Remake-Version. Ich habe die Nebenstory, ein paar Nebenquests, also Sidequests gemacht, auf den Twitch-Kanal hochgeladen. Und, ja. Wir machen jetzt die Hauptquest weiter. Kann ich noch mit dir quatschen? Entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Ja. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Tja, das musst du mir mal sagen. Wir reden später. Ob man Erfolg hat, wenn es drauf ankommt, ist oft auch eine Einstellungssache. Sagt der richtige Briggs. Kann ich mit dir auch plaudern? Du hast doch ganz bestimmt auch Hunger. Ja. Kann man so sagen. Übrigens, Wedge. Ich hab mehr Würfel gehabt. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder im Sieb im Himmel. Arm rumtreiben? Wisst ihr ganz sicher? Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Von Shinra? Der taucht garantiert auf. Puri! Mann, unser Boss scheucht uns aber auch ganz schön rum. Nicht, dass er sich nicht erkenntlich zeigen würde. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut, dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Komische Typen. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Gehört vielleicht dazu. Oh. Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen anders, oder Boss? Aha, die kennen sich also mit den Wallmarkt aus. Boss ist nicht zimperlich. Komm ihm besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Los geht's. Ich mach Handfleisch aus dir! Bis hier uns weiter. Geh runter! Ich habe die Kamera! Halte! Verdammt! Hier bin ich! Genug Glückstreffer! Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? War ja easy. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Ja, gute Idee, was du da sagst. Ja, die Zeitquests, also die Nebenquests, habe ich schon in den Stream schon gemacht. Und ein paar Platten habe ich auch schon gesammelt. Deswegen mache ich das so. Die Hauptquests werde ich so aufnehmen und die Zeitquests mache ich dann streamen. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst.
Oh. Hey Jesse, what's going on? Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Hm. Oh. Das ist die Anzahlung. Oh, eine Ifrit. Ich glaube, das ist ein Beschwerematerial. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder. Beschwörematerien sind richtig gut. Und Ifrit kenne ich aus Final Fantasy 8. Hat er denn das gedacht? Ich glaube, die beiden Reife könnte ich wahrscheinlich verkaufen. Denke ich mir mal. Okay, Lederhandschuhe. Muss noch ein paar leveln. Ich glaube, ich bleibe ja erstmal noch beim Panzerschwert. Hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Oder? Warte mal. Was schalte ich denn bei der Eisenklinge? Ah. Schwertsturm. Achso, der hat ja. Achso, das hat der Analyse drauf. Frost, also Frost müssen wir noch ein bisschen benutzen. Ich und mein Deutsch. Also Frost muss ich noch benutzen. Wie sieht's mit Teilen aus? Ja. Analyse lasse ich drinne wegen. Damit ich dann alle Gegner anwenden kann, beispielsweise. Ja, also. Bist du bereit? Ja, also. Nebenquests okay, habe ich schon. Komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Was fehlt mir noch? Wenigstens stimmt der Lohn. Mir fehlt doch irgendwo eine Beschwörermaterie. Ein Cloud für alle Fälle. Trophäe erhalten. Ah, ich glaube, das ist jetzt das nächste Kapitel. Aha.
Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Mhm. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Ich glaube, das wird jetzt auch interessant. Hey, Jungs! Habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar! Was denkst du? Dann los, ihr Schnarchner! Voll das Vogel! Besser als nix! Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makrogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Alter, das ist geil. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Ja, das ist ja halt cool. Ah, kein Problem. Wir haben ja Cloud dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Ey, mach. Ey, Digga, mach doch nicht so eine Jump. Cool, Alter. Also, ja. Läuft ja wie geschmiert. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Alarm! Ja, so. Ganz deiner Meinung. Ja. Wir sind nicht zu schnell. Gott, seid ihr miserabel, Shinra. Hast du dich etwa für mich sonst mal gelegt? Für uns alle. Danke. Sag mal, kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Kommt dir nur so vor. Sie kommen zu euch! Oh nein! Das könnte übel ausgehen! Was machen wir jetzt? Ich will! Da! Da! Hilfe! Nein, das war jetzt nicht. Alter, das macht Spaß! Juhu! Zurück.
Holz. Und dann nimmst du bitte. Das macht übrigens Spaß. Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso hauen die ab? Ja! Jetzt wird Zeit für einen Bosskampf. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeitsjunkie.
Du hörst ja doch! Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine! Oh, ist sehr niedlich! Herrlich! Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß! Ja. Jetzt geht's alles her! Ja. Ja. Super! Ja. Ja, toller Geleitung! Ja. Okay, ich habe den ein bisschen Schaden kompensiert. Alter, du bist aber ein bisschen Akku, wa? Richte deine Augen nur auf mich! Ich und du schnell, Ronny! Wow! Ein Tanz auf dem Eis! Lächeln! Das ist doch keine Beerdigung! Noch! Ja, interessant! Was macht der Typ? Ja, alles klar. Blitztechnik oder was? Kurt, kannst du uns irgendwie helfen? Ja. Ja, mehr davon. Lass es mich spüren. Ich zittere förmlich vor Erregung. Was erledige ich jetzt? Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufrollen, möge der bessere triumphieren. Wie ist das? Schweinebacke? Gut gemacht! Dem hast du es gezeigt! Freut euch nicht zu früh! Weg hier, bevor die Verstärkung kommt! Nicht schlecht? Nicht schlecht was? Gefahren! Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Huh? Was ist? Was? Wer ist um mich geschehen? Ha? Reingelegt. Schon. Das ist
ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los! Aha. Ja, war los, super. Das war nicht super, das war super. Ab und zu. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Ja. So, dann werde ich hier jetzt auf Speichern gehen. Wir sind jetzt in vierten Kapitel? Jawohl, vierter Kapitel. Okay, dann sehen wir uns dann beim nächsten Part von Final Fantasy Remake. Für mich ist das noch blind. Und ich glaube, ich habe irgendwo eine Materie vergessen.